zeigen zu dieser Messe neu Kahuna 360. Kahuna 360 richtet sich an all diejenigen, die 3G produzieren wollen oder aber an Produktionsbereiche, wo von einer zentralen Ressource aus mehrere Produktionseinheiten bedient werden sollen. Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Kahuna, wie es ihn bisher gab und auch in Zukunft geben wird, denn Kahuna 360 ist also nur eine Ergänzung der Kahuna-Produktfamilie, denn zum Beispiel die Control Panel zwischen den beiden Geräten sind die gleichen. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Mainframes sind, dass bei Kahuna 360 3G unterstützt wird, und zwar, soweit mir bekannt, ist der Kahuna 360 der im Moment einzigste Mischer am Markt, der sowohl den A- als auch den B-Modus des 3G-Standards unterstützt. Kahuna 360 ist in der Lage, die vorhandenen Ressourcen dynamisch zu delegieren an mehrere Control Panel. In unserer Terminologie ist eine ME etwas, was zwei Busse hat, A und B oder Program Preview, eine Anzahl von Keybussen, eine Anzahl von Utility-Bussen, Keyer, mehrstufiger Wipe-Generator, das ist eine ME. Wenn wir so zählen, hat ein Kahuna 360 12 MEs. Und das handelt sich dabei um MEs, die voll funktional sind und auch alle Standards bedienen können, also SD, HD und auch 3G. Das Gerät hat 120 Eingänge und so wie es beim Kahuna üblich ist, können alle Eingänge wahlfrei mit Signalen bestückt werden. Das heißt, egal ob das Eingangssignal ein SD, ein HD oder ein 3G ist, alles kann verarbeitet werden. Was auch hinzukommt, ist Output Format Fusion, so dass jeder Ausgang, jeder der 64 Ausgänge wahlfrei ein vom Bediener einzustellendes Format darstellen kann. Dass zum Beispiel ein Keyer, der vielleicht auf der ME2 nicht benötigt wird, auf der ME4 oder 5 eingesetzt werden kann. Da Morpheus Ice zur Morpheus Produktfamilie gehört, ist die Bedienoberfläche zwischen beiden Systemen weitestgehend identisch, sodass Bediener, die mit Morpheus vertraut sind, sehr einfach auf Morpheus Ice einsteigen können. Als Nachfolger des sehr erfolgreichen Archangel Realtime-Restaurierungssystems zeigen wir auf der IBC 2010 neu Archangel HD. Archangel HD ist grob vereinfacht das gleiche, was der Archangel in seiner ursprünglichen Form gewesen ist, nur dass jetzt halt HD möglich ist. Wir sind mit Archangel HD in der Lage, Film- und Videobasierende Materialien in Echtzeit zu restaurieren. Es gibt also kein Offline-Rendering, man muss also nichts erstmal in ein Festplatten-Array einspielen und dann bildweise bearbeiten. Es ist wirklich so, dass man ein Videosignal anschließt, durch das Gerät laufen lässt und während das Signal in Echtzeit durchläuft, werden alle Korrekturen durchgeführt. Es gibt halt keine Setup-Times oder keine Notwendigkeit, einzelne Szenen getrennt zu korrigieren. Wir können mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote, die im Bereich 95% liegt, alle vorhandenen Störungen in Archivmaterialien bereinigen. Das ist zum Beispiel Bildstandskorrekturen, unterschiedliches Altern der einzelnen Farblayer in Film, Scratches, Dirt, Grain, Noise. All das ist nach der Behandlung durch Archangel HD weitestgehend verschwunden.